Was für einen würdigen Rahmen für das Geburtstagsfest von Jesus zu feiern. Das habt ihr wunderbar gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir kommen nachher noch zu einer Zeit, wo wir euch allen zusammen ganz, ganz fest danken wollen. Aber zuerst möchte ich gerne noch ein paar Sachen sagen. Und zwar ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist im Zusammenhang mit diesem Musical. Ihr habt ein Lied gesungen und das Lied ist bei uns daheim gefühlte 10'000 Mal gelaufen. Und als ich vorbereitet habe und gedacht, was möchte ich eigentlich sagen, übrigens werde ich nur etwa 10 Minuten reden, für alle die, die jetzt leicht nervös werden. Als ich das Lied gehört habe, oder als ich vorbereitet war, ist das Lied mir nachher gelaufen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich während der Vorbereitung mehr über das Lied nachdenke, als eigentlich über das, was ich sagen wollte. Und dann habe ich gemerkt, wahrscheinlich sollte ich auch über das etwas sagen. Und gar nicht über das, was ich sonst gedacht habe. Und das Lied oder die Strophe, die mich sehr angesprochen hat, die möchte ich euch hier aufblenden. Schnell schauen, ob ich das da in Gang bringe. Wunderbar. Das war ein Teil aus dem Lied, aus dem ersten Lied. Und ich lese es schnell vor. Und so warten wir schon lang seit Jahren auf den neuen Stern, der bald schon scheinen tut. Nacht für Nacht schauen wir durch das Fernrohr. Wo ist eigentlich das Fernrohr? Das brauche ich nämlich noch, das ist gut. Nacht für Nacht schauen wir durch das Fernrohr durch. Den Stern zu finden, der gäbe uns neuen Mut. So haben die Weisen gesungen oder geredet oder gedacht. Und das ist das, was mich hier in diesem Lied angesprochen hat. Also irgendwie haben die Weisen gewusst, seit Generationen, im Buch von Daniel ist das schon geschrieben, seit Generationen haben sie gewusst, dass der so ein Stern wird aufgehen. Und wenn man das auf eine Zeitachse legt, dann haben die Sterndeuter 500 Jahre lang haben die Nacht für Nacht an diesem Himmel den Stern gesucht. So wichtig war das ihnen, so intensiv wollten die herausfinden, was bedeutet der Stern. Und was sie ihn endlich gefunden haben, wir haben es heute Morgen gesehen, haben sie die lange Reise gemacht mit ihren Kamel und sie nach Bethlehem gegangen und haben verstanden, was der Stern bedeutet. Nämlich, dass Jesus geboren ist und dass ihr König geboren ist, wo sie so lange schon darauf gewartet haben. Und was mir in diesem Lied oder diesem Gedanken nachdenklich gestimmt hat, ist, haben wir auch solche Sachen, die uns Nacht für Nacht wach behalten, die uns Tag für Tag beschäftigen, haben wir eine Hoffnung in uns, dass irgendetwas passieren wird, das dann irgendwann mal kommen könnte. Und jeden Abend, wenn wir einschlafen, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, denken wir über das nach und denken, kommt echt so etwas? Kommt echt das, was ich mir hoffe? Und ich habe das mal genannt, ein heimliches Fernrohr. Wir haben ja heute nicht mehr solche Fernrohr, wo wir wirklich die Sterne anschauen. Aber vielleicht haben wir ein Fernrohr in unserem Herzen, wo wir Nacht für Nacht ausrichten und jeden Abend hoffen, dass wenn ich das Sternrohr ausgerichtet habe, dass es dann eine Antwort gibt auf irgendetwas, wo ich schon lange darauf warte. Ich habe mit ein paar Kollegen in der Vergangenheit über den Sinn des Lebens geredet, über die Hoffnung, die sie im Leben haben. Und etwas, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute überall bereit sind, nach Antworten zu suchen. Ich glaube, wir haben alle Fragen in uns, die uns beschäftigen. Und die Leute suchen nach Antworten. Und wenn ich mit meinen Kollegen rede, dann ist etwas, was mich beeindruckt oder was mich nachdenklich macht, ist, es ist fast alles erlaubt, für Antworten zu finden. Ausser in unserer christlichen Kultur zu fragen, ob Gott eine Antwort hat. Das ist der Teil, den die Leute immer rüsseln, den ich mit meinen Kollegen besprochen habe. Ja, weißt du, das Christliche, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber all die anderen Sachen, die sind schon okay. Da kann man schon schauen. Und vielleicht lachst du innerlich heute über das und denkst, ja, die Sternenübung und das Zeug und das Theater, das wir hier gesehen haben, das ist 2000 Jahre alt und das hat doch irgendwie gar nicht mehr mit dem realen Leben zu tun. Wenn du das denkst, habe ich dir etwas mitgebracht. Und zwar habe ich eine Statistik mitgebracht von einem führenden Institut aus Deutschland. Und das Gute ist, wir sind ja keine Deutschen. Wir sind Schweizer. Die Deutschen sind so.
Wir sind nicht so. Oder? Und jetzt eigentlich jetzt die Statistik, dass sind 1000 Leute befragt worden in Deutschland zum Thema Horoskop, zum Thema Astrologie, also Lehre von den Sternen. Wie passen die Sterne zusammen mit dem, was auf der Welt passiert? Und die Statistik schauen wir uns mal kurz an. 23% von diesen Leuten, also fast ein Viertel von diesen Leuten, die befragt worden sind, die glauben, dass die Sterne sie beeinflussen. Heute, 2019, glauben die Leute daran, dass die Sterne sie beeinflussen. 40%, fast 40% lesen das Horoskop und glauben, dass sie aus dem heraus etwas herausziehen können. Und 33% von denen glauben teilweise daran, dass das stimmt und dass das passiert, was im Horoskop innen steht. Also so viel zur Aktualität vom Thema von Sterngucken und uns ein bisschen manchmal fragen, was die Geschichte soll. Ich glaube, das Thema ist so aktuell wie nie zuvor. Und ich möchte mal ein, zwei Beispiele aufbringen von so inneren Fernrohren, die wir vielleicht haben. Und nachher habe ich eins von diesen Fernrohren mitgebracht, wo ich mich persönlich ertappe. Ich habe euch da mal drei Wörter aufgeschrieben. Vielleicht hast du schon ein Fernrohr zum Thema Sinn in dir. Vielleicht wachst du auf oder bist am Abend, schlafst ein und denkst, ei, warum bin ich da? Ich verstehe gar nicht, warum ich da bin. Was hat das für einen Sinn, dass ich da bin? Habe ich einen Auftrag auf dieser Welt? Und du suchst mit deinem Fernrohr konstant nach dem Sinn und hoffst, dass du das irgendwo findest. Vielleicht hast du eine gewisse Leere in dir. Und du weißt nicht genau, was du mit dieser Leere anfangen sollst. Und du füllst die mit Aktivitäten und Projekten und noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch irgendetwas Interessantes. Und das muss ich auch noch machen und das muss ich auch noch basteln. Einfach, weil du nicht zulassen willst, dass die Leere in dir drin ist. Vielleicht suchst du Halt. Vielleicht geht es im Moment nicht so gut. Geht nicht so, wie du gedacht hast. Und dann bist du ein bisschen verwirrt und weißt nicht genau, wo Halt suchen. Das können so Fernrohr sein, die wir in unserem Leben aufgestellt haben, wo wir überall nach Rat suchen, im Ratgeber, auf Videos, auf YouTube, bei Leuten und so weiter. Und wenn ich ein Beispiel nehme, wie ich es gesagt habe, dann nehme ich ein Beispiel, das vielleicht uns alle zusammen ein bisschen beschäftigt. Das ist meine Familie. Sie sehen alle mehr oder weniger glücklich aus. Wir sind ja hier in Spanien, wunderbar, in den Ferien. Aber die Wörter, die ich drum geschrieben habe, das sind die Sachen, die uns als Eltern, als Grosseltern doch beschäftigen. Was wird aus meinen Kindern? Was passiert mit ihrer Gesundheit? Machen sie genug Musik? Müssen sie mehr Sport machen? Wie passiert ihre Zukunft? Finden sie den richtigen Lebenspartner? Und sofort unterliegen wir der Gefahr, unser Fernrohr auszurichten auf Ratgeber, auf irgendwelche Informationen, die uns helfen, die uns zeigen, dass man so erziehen müsste, dass man so etwas machen müsste. Und ich glaube, das ist da, wo sich der Kreis zu Weihnachten wunderbar wieder schließt. Gott lädt ein an Weihnachten, wo er seinen Sohn geschickt hat, das Fernrohr auf ihn auszurichten. Und wenn du Fragen hast, wenn dir Sachen im Herz brennen, und du merkst, da muss irgendetwas gehen, dann können wir das Fernrohr auf Gott ausrichten. Dann geht es uns wie diesen Sterndeuter, der nach einer langen Phase von der Hoffnung von 500 Jahren plötzlich diesen Stern gesehen haben. Und mit der Geburt von Jesus haben sie endlich ihr Fernrohr ausrichten können auf diesen Stern. Und sie haben sich auf den Weg gemacht und haben die Antwort gefunden, die sie gesucht haben. Gott streckt uns allen an Weihnachten seine Hand entgegen. Er hat Jesus auf die Erde geschickt. Für das du und ich können anfangen zu suchen an dieser Krippe. Das ist nicht einfach eine lustige Geschichte. Jesus, die Geburt von Jesus, ist ein Freudenfest, wo Gott hat gesagt, ich gebe meinen Sohn auf diese Welt. Und wenn du Fragen hast, wenn du jemanden brauchst, der dir hilft, dann komm an die Krippe, genau wie die Wiese. Und dann nimm das Fernrohr, das du hast, tu das Abbauen von dort, wo du Nacht für Nacht her schaust und richte es auf Jesus. Und fang dort an zu suchen. Das ist die Empfehlung, die ich euch mitgeben möchte, die ich euch mitgeben aus dem Musical heraus, das mich beschäftigt hat und das ich auch für mich selber mitnehme.
Und das ist nie eine schöner zusammengefasst, und damit bin ich schon am Ende, das ist nie eine schöner zusammengefasst als in der Bibel. In dem Vers von Johannes, wo es heisst, Gott hat die Welt so gern gehabt, er hat uns so gern gehabt, dass er bereit ist, seinen einzigen Sohn auf die Welt zu schicken. Damit alle, die sich entscheiden, das Fernrohr auf Jesus auszurichten, können ewiges Leben haben und nicht müssen verloren gehen. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Und das ist das, was ich euch gerne mitgebe als Gedanke in die kommenden Festtage.